Eine neue Durchsuchung in der Causa Cum-Ex und ein beschlagnahmtes Handy. Es geht um die Kommunikation mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz und einem der bekanntesten und berüchtigsten SPD-Politiker, Johannes Kahrs. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Die Union versucht jetzt doch in die Zange zu nehmen, was sie in die Zange nehmen können. Wir dürfen nicht vergessen, die schwarz-grüne Koalition in NRW sitzt quasi am langen Hebel der Generalstaatsanwaltschaft Köln, die hier federführend sind für die Ermittlungsverfahren um Cum-Ex. So verwundert es nicht, dass das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen Johannes Kahrs nicht nur das Handy abgenommen hat, nein, sie haben ihn sprichwörtlich sogar beobachtet. Also sie haben ihn observiert, haben ihn dann auf offener Straße angehalten, um ihm sein iPhone 15 Pro abzunehmen. Mit genau so einem iPhone nehme ich dieses Video gerade auf, sonst könnte ich euch das zeigen. Man erhofft sich hier Spuren der Kommunikation, und zwar Spuren der Kommunikation zu Olaf Scholz. Wir gehen das Ganze der Reihe nach durch, aber für alle, die nicht wissen, welcher Kleffhund quasi Johannes Kahrs ist, schaut euch das hier mal an, das ist schon über 5 Jahre alt. Rechtsradikale in diesem Parlament sind nicht nur ein Problem, Rechtsradikale in diesem Parlament sind unappetitlich, das ist peinlich, nur Spaltung, Hetze. Rechtsradikale können spalten, Hass macht hässlich. Schauen Sie in den Spiegel. Hass macht hässlich. Hass macht hässlich. Ja, Hass macht hässlich, hat er gesagt. In den Spiegel geschaut hat er dabei wahrscheinlich nicht, bevor er ans Rednerpult getreten ist. Es ist von vor 5 Jahren, er sieht heute nicht wirklich viel besser aus. Und ja, Johannes Kahrs war der, den sie schon mal durchsucht haben und 200.000 Euro in einem Bankschließfach gefunden haben. Das Geld hat er zurückbekommen von der Cum-Ex-Staatsanwaltschaft. Es wären schlicht seine Ersparnisse und er konnte es wohl anscheinend irgendwie belegen, dass es sein Geld ist. Allerdings ist dennoch herausgekommen, dass er im Jahr 2016 30.000 Euro von der Warburg Bank als Bezahlung erhalten hat. Für was ist vollkommen unklar, aber das Handy von Herrn Kahrs soll jetzt Aufschluss geben, auch über die Kommunikation mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz. Und für alle, die nicht wissen, wer Johannes Kahrs ist, schauen wir uns hier nochmal den Titel dieses Artikels an. Das System Johannes Kahrs. Das ist von 2009 von der FAZ, leider ein Bezahlartikel. Damals hieß es, er ist der mächtigste Mann der Hamburger SPD. Sein Netzwerk speist sich aus Praktikanten. Partei Linke sagten damals, Johannes Kahrs stecke hinter einem Putsch. Er selbst lobt sich als erstklassiger Wahlkreisabgeordneter und hervorragender Kreisvorsitzender. Johannes Kahrs ist wirklich eine Figur, die immer wieder auftaucht, wenn es um mysteriöse Zufälle geht, wie ihr das kennt. Er hatte diverse Termine mit Herrn Olearius und auch Herrn Olearius ist heute gescheitert beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Er wollte wieder rehabilitiert werden. Der EGMR hat es einfach abgewiesen, also einfach nicht mal zugelassen. Das wird gar nicht erst verhandelt. Damit kassieren Sie hier eine Klatsche und die nächste Klatsche, das war eine für Herrn Olearius und eine für Herrn Kahrs. Ich wette, Sie wollen jetzt Druck machen, denn die Regierungsfraktionen haben einen Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag verhindert mit ihrer Mehrheit, was eigentlich unüblich ist, denn es ist ein Minderheitenrecht der Opposition, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Das Ganze läuft jetzt über Karlsruhe. Es geht um nicht weniger als einen Cum-Ex-Untersuchungsausschuss. So wollen sie hier die eine Krähe der anderen so ein bisschen ein Auge aushacken, damit man ihn jetzt noch ein bisschen mit Schmutz bewerfen kann vor dem nächsten Wahlkampf. Dennoch ist es hier mal wieder Johannes Kahrs, der hier mal wieder aufgetaucht ist, und zwar negativ, indem man sein Handy hier beschlagnahmen musste, weil man davon ausgeht, dass es hier für die Geschäfte, die in den Jahren 2007 bis 2011 gelaufen sind, hier zu Einflussmaßnahmen im Jahr 2016 gekommen ist und die Bezahlung der Warburg Bank, wenn sich jetzt nachweisen lässt, auf diesen Handys, und da muss man mal sagen, da ist ziemlich viel rückwirkend vermutlich vorhanden, weil die das nicht so mit dem Löschen haben, wie ich sie kenne. Das sind nicht die von der Leyen, die Handys, sondern die von der SPD. Da könnte es dann sein,
dass man nicht nur den Verdacht der Korruption dann hat, sondern dass man es am Ende eventuell sogar beweisen könnte. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Doch am 1. November 2016 zum Beispiel fand ein Treffen statt zwischen Johannes Kahrs und der BaFin, ja, damals unter Finanzminister Wolfgang Schäuble. Damals wollte Johannes Kahrs die Bösartigkeit aus der Geschichte nehmen. Ja, ja, er hat kurz vorher die 30.000 Euro erhalten. Und ich weiß gar nicht, ob die Bundestagsverwaltung über diese Nebeneinkünfte hier ordnungsgemäß informiert war, geschweige denn das Hamburger Finanzamt und so weiter und so fort. Es sind mal wieder die Spezialdemokraten, die uns immer wieder verraten. Und ich bin gespannt, ob sie jetzt hier noch ein bisschen mehr Druck aufbauen in dem Thema Cum-Ex. Morgen kommt das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu der Ausschussabsetzung des Vorsitzenden, also von Herrn Brandner. Das könnte die nächste Klatsche geben. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt auf deine Meinung. Heute sind wieder Abonnenten davongezogen, weil sie es nicht hören konnten, dass ich einschätze, dass die AfD nächstes Jahr nicht an die Macht kommt. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendjemanden Besonderes hier unterstütze oder nicht, sondern ich bin realistisch. Es gibt keine Prognose und die AfD hat auch Prognosen. Ich kann euch mal eine vorbeibringen demnächst. Was das Wählerpotenzial ist. Keine Wählerpotenzialanalyse sieht bei der AfD ein Potenzial von 50%, sondern da, wo sie jetzt sind, zwischen 20% und 35%, da bewegt sich das Potenzial und das wird sich bis nächstes Jahr auch nicht ändern und da kann viel Wasser noch die Elbe hinunterfließen, die Donau oder den Rhein, da wird sich so schnell nichts ändern, denn sie spielen jetzt erstmal das Lied der Union und das kann man toll finden oder nicht, ich finde das auch nicht so toll, aber es ist am Ende das geringere Übel und vor allem müssen wir damit leben, 4 Jahre vermutlich dann bis 2029. Und bis dahin will ich dann ausgewandert sein. Also ist es für mich besonders von Interesse, was Sie wirtschaftlich planen oder steuertechnisch. Ich bin aber auch gespannt, wie du das Ganze siehst. Abonniere doch den Kanal, kommentiere dieses Video und ansonsten sage ich ciao. Bis bald.